Es ist der 29. Februar, ein höchst merkwürdiger Tag. Leute, die an diesem Tag geboren sind, werden das Dilemma kennen, denn dieser Tag findet nicht jedes Jahr statt, sondern in der Regel nur alle 4 Jahre. Und warum? Und warum nur in der Regel alle 4 Jahre? Das erfahrt ihr jetzt. Countdown to the scientists. Um zu verstehen, warum wir einen Schalttag brauchen, müssen wir überhaupt erstmal begreifen, was überhaupt ein Tag ist. Ein Tag ist die Dauer, die der Globus braucht, um sich einmal um die eigene Achse zu drehen. Und das braucht 24 Stunden. Jetzt ist das aber nicht das Einzige, was die Erde macht, sondern die Erde kreist auch noch um die Sonne rum. Und dafür braucht die ein bisschen länger als 365 Rotationen von der Erde. Also ein bisschen länger als 365 Tage. Nämlich 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden. Das heißt, dass jedes Jahr eben diese knappen 6 Stunden irgendwie einfach hinten rausfallen und dann verschiebt sich alles so ein bisschen. Und alle 4 Jahre haben sich diese 6 Stunden, die es im Endeffekt mehr braucht, aufaddiert zu 24 Stunden. Das ist also wieder ein Tag. Und siehe da, alle 4 Jahre fügen wir eben diesen 29. Februar ein. Jetzt wäre das Ganze ziemlich schön, wenn diese Zahl genau 6 Stunden wäre, die es länger bräuchte, weil dann würde diese Rechnung mit den 4 Jahren ziemlich genau aufgehen. Aber ihr habt es schon gesehen, es sind 5 Stunden, 48 Minuten und noch ein bisschen. Das heißt, dass die Erde, um einmal um die Sonne zu kreisen, 365,2421 Tage braucht. Das heißt, diese Regel mit diesen alle 4 Jahre fügen wir diesen extra Tag ein, die korrigiert das Ganze nur zum Teil. Denn natürlich 2,4 mal 4 ist nicht 1. So weit, so gut. Also was machen wir? Wir fügen eine zweite Regel an. Nämlich, weil wir ein bisschen überkorrigiert haben, müssen wir eine Regel finden, die das wieder ausgleicht. Und deswegen haben wir jetzt festgelegt, wenn das Jahr durch 100 teilbar ist, zum Beispiel 1900 und 1800, dann, obwohl es auch durch 4 teilbar ist, gibt es keinen Schalttag. Das heißt, wir nehmen den Schalttag wieder raus. Das heißt, wir haben jetzt eine Korrektur. Alle 100 Jahre fällt der Schalttag aus. Aber auch diese Korrektur ist nicht ganz genau. Denn jetzt korrigieren wir zu viel in die andere Richtung. Jetzt kommen wir langsam aus dem Rhythmus wieder raus. Das heißt, wir fügen eine dritte Regel an. Und die dritte Regel ist, dass wir, wenn das Jahr durch 400 teilbar ist, wieder einen Schalttag einfügen, obwohl es durch 100 auch teilbar ist und wir eigentlich keinen einfügen sollten. Als praktisches Beispiel, vor 16 Jahren, das Jahr 2000, ist sowohl durch 100 teilbar, aber auch durch 400 teilbar. Das heißt, wir tun den 29. Februar wieder in das Jahr rein. Und das ist jetzt der aktuelle Stand, dass wir mit diesen drei Regeln, das heißt alle 4 Jahre fügen wir einen Schalttag ein. Wenn das Jahr nicht durch 100 teilbar ist, dann kommt der Schalttag wieder raus. Und wenn es durch 400 teilbar ist, wie bei 2000 oder 1600, dann kommt der Schalttag wieder rein. Das klingt alles ein bisschen unwissenschaftlich und ist es vielleicht auch, aber das liegt daran natürlich, dass die Rotation der Erde unabhängig ist von der Rotation der Erde um die Sonne. Es wird noch viel komplizierter, wenn man überhaupt mal betrachtet, was genau ein Tag ist und sowas. Aber das sprengt den Rahmen dieses Videos jetzt und das werdet ihr in einer weiteren Episode von Leckerwissen sehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Genießt diese Schalttage, sobald sie kommen. Das ist ein seltenes Event. Und bis dahin, lasst ein paar Comments da.